Ich bin Victoria. Ich studiere Geschichte und deutsche Literatur im dritten Semester im Bachelor of Arts. Ich bin 19 Jahre alt und deswegen bin ich an der Uni Konstanz seit 2020. Also nachdem ich mein Abitur abgeschlossen hatte, wollte ich eigentlich erstmal ins Ausland. Das Klassische, ich wollte nach Kenia Entwicklungshilfe leisten. Dann kam aber Corona ins Spiel und ich wollte eigentlich nicht ein Jahr irgendwie verschwenden. Und dann habe ich mich dazu entschieden, direkt mit dem Studieren anzufangen. Und Geschichte hat mir in der Schule schon immer super viel Spaß gemacht. Ich habe das als Leistungskurs gehabt und dann hat mir irgendwie mein Bauchgefühl gesagt, dass ich Geschichte studieren sollte. Und dann hatte ich mich einmal wild beworben und dann habe ich mich eben für Konstanz entschieden. Mit Geschichte und Politik habe ich angefangen. Politik hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht und deswegen mache ich jetzt deutsche Literatur. Aber Geschichte ist nach wie vor mein Hauptfach und das wird es auch bleiben. Es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Für mich ist das Besondere, dass es hier in Konstanz eine besonders gute Lehre gibt. Also die Dozenten sind alle super, da konnte ich jetzt auch schon einige kennenlernen und da ist einer besser als der andere, egal in welcher Reihenfolge. Es sind auch immer sehr nette Leute. Und natürlich ganz klassisch würde ich sagen, die Umgebung. Also ich meine, den Bodensee, dann hat man die Berge, die Schweiz in der Nähe. Das ist einfach ein Traum. Und es hat auch irgendwie für mich die perfekte Entfernung gehabt, so von zu Hause nicht zu weit entfernt zu sein, aber man ist auch nicht so schnell zu Hause. Das war ganz gut, also auch ein bisschen aus dem Elternhaus rauszukommen. Und dann auch, ich glaube, bei Geschichte, auch vor allem Konstanz, hat da ja auch einiges zu bieten. Also man hat das Konzil, dann kann man zur Insel Reichenau, St. Gallen ist in der Nähe. Also da ist auch für Geschichtsfans, glaube ich, einiges dabei. Und das macht so ein bisschen den Charme auch aus, dass man eben sich auch ein bisschen regional mit Geschichte auseinandersetzen kann. Mir ist relativ klar, dass ich einen Master machen werde, aber jetzt noch auf den Bachelor bezogen, würde ich ein Auslandssemester anstreben. Da bin ich auch gerade so am Schauen, was ich machen möchte. Da gibt es eine super große Auswahl in ganz Europa, aber auch außerhalb Europa, womit ich vielleicht meinen Auslandsaufenthalt nach der Schule so ein bisschen kompensieren könnte. Was sich aber auch super spannend anhört, sind die Praktika-Angebote, die es auch durch die Universität Konstanz gibt, wo es mittlerweile einen ziemlich großen Praktikapool gibt. Da ist auch wirklich für jeden was dabei. Und es passt auch ganz gut, würde ich sagen, da ich mir selber noch nicht sicher bin, wohin ich mit meinem Berufsweg irgendwann möchte, wenn ich dann meinen Master mal habe. Ich überlege immer so ein bisschen, ob Journalismus was für mich ist oder ob ich mal in die Forschung gehen will. Und da helfen Praktika ja immer. Und da wird man auch von der Universität Konstanz nicht alleine gelassen. Und da ist auch immer jemanden, den man fragen kann.